Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part des absoluten Spiels, das jeder lieben muss. Nicht wahr? Oh yeah. Und mal sehen. Wo ist es? Okay, bei Clean Up ist es. Bei Clean Up, Guys. Das ist schon ganz cool, aber. Und ich weiß nicht, wie ich langlaufen muss. Ich laufe irgendwie frei nach Nese. Der Vulkan ist immer ein bisschen blöd gebaut. Die sollten mal anfangen, ihn umzubauen. Aber gegen ihn haben wir auch noch nicht gespielt. MG. Ja, das weiß ich. Da wir gegen den noch nicht gespielt haben im G-Rank. Der kann an der Decke sein? Oh mein Gott. Das ist Affen. Das lässt mich gerade mega. Lass uns nochmal. In solchen Momenten habe ich immer Bock, drei Ultimates. Aber spielt halt einfach keine Sau mehr, leider. Frage ist aber, ob die Server noch existieren dafür. Ja, das finde ich. Das denn? Ja, TeamU hat immer noch einen Server. Ist ja noch nicht veraltet. Er muss wieder in die Erde rein, nicht reinbohren, das kann man keinen Schaden. Doch, hier am Rücken ist es durch. Aber Beine sind noch geschützt. Aber nicht schlagen. Ein Bämpchen hierhin, ein Bämpchen dahin. Ein Bämpchen hierhin, ein Bämpchen. Und Feuer! Jetzt kann ich ja schauen. Aber er fällt ein bisschen aus. Ich kann die Leverfische einfach nicht leiden. Weil die immer so eine, ja so ein, das Problem ist bei denen ja mal wieder, die haben ja geschmolzene Stein um sich. Und wenn das abkühlt, kann man einfach nicht mal richtig draufhauen. Da werden sie umso anfälliger, wenn es nicht gut wird. Ich weiß nicht, wer drauf wäre überhaupt, das ist ja immer drauf. Den erleben. Stopp. Hab schon mitbekommen. Warum er auch immer jetzt schon wieder schläft. Aber er ist ein Fisch, der braucht seinen Schlaf. Jetzt bohrt er sich wieder in die Erde rein. Und in
Ich bin gerade jetzt wieder aufgestanden. Ja. Da kann ich nichts tun. Oh shit. Okay, der hat es nicht geschafft, das Vieh zu reiten. Das war nicht gut. Ich habe gehört, der soll auch eine Subspezies besitzen. Kann sein, aber ich kenne sie doch noch nicht und ich bin auch nicht gespoilert. Ich habe nur mal gehört, es kann doch sein, dass ich mich täusche. Ja, nee, aber ich, wie gesagt, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich kann es mir gut vorstellen. Problem ist, die wird aber bestimmt nicht auftauchen. Wahrscheinlich. Wir haben noch so viele Subspezies zu machen in Zeile. Wir haben generell noch so viel vor und sie haben ja gerade mal den G-Rank hier, G4 gelistet. Es gibt ja noch so viel, wir müssen Arena machen, wir müssen die Zeile. Die Event-Quest. Ja, das dauert auch schon wieder hunderte Stunden. Ja, und ich halte leider nicht mehr entkommen. Keine Ahnung, was damit. Ich krieg manchmal eine Krise mit. Wieso muss dieser Weg auch immer so lang sein? Wieso? Das ist so nervig. Ich bin auch am überlegen, ob ich jetzt nicht mal eine Falle lege. Ich warte damit wieder, bis du da bist und dann mit deinem Schnee. Müsste bald da sein. Da baut sich hier schon überall durch. Absolut am Bord. Ich werde ein bisschen zu aktiv. Das sind aber uns doch immer irgendwie aggro. Ja, wir haben immer so eine aggro Phase, was. Und ich komme drin so ein bisschen. Der sieht aus Atem. Geil. Oh, beim letzten Schlag hat er sich weggedreht. Echt doof. Ja, dann wäre er wahrscheinlich umgefallen. Wer ist gefangen bereit? Zumindest hat er gerade gehumpelt. Aha. Wir fangen den. Okay. Wir haben jetzt schon zwei Tode auf der Kappe. Legst du eine Schockfalle? Ich weiß nicht, ob eine. Oh, Leute, ist deutsch. Ja. Ein Typ. Wo hat es erkannt? Er hat geschrieben, lasst uns das Ding fangen. Das wird er wahrscheinlich nur können, wenn er Deutsch ist. Okay.
Ich mag es auch mal da drauf zu springen, oder gegen zu springen. Ich finde, er sieht echt ganz gut aus, das Monster. Ja. Ja, ich mag den. Bekomme auch immer Lust, die drei Ultimate irgendwie zu spielen. Und das ist über einen Turm was. Bei dem habe ich irgendwie Lust, immer eine, irgendwie Ballettstücken zu sehen beim Duabloss. Weil ich denke immer, wir haben ein Ballett dabei. Ja. Ja, haben wir doch schon einiges mal wieder geschafft. Ja. Dann kommt jetzt der Brachidios. Weil der so Spaß macht. Yippie. Wie wir uns alle freuen. Warum hat er gerade die Lobo-Gruppe verlassen? Hm? Was ist? Egal. Wer hat die Gruppe verlassen? Der Clean-Up-Geist hat die Gruppe verlassen. Weiß ich nicht. Warum? Wir machen so oft Sleeper-Ming, das habe ich jetzt nochmal als Ruf gemacht, dass ich, wenn einer reinkommt, dann nicht mehr Waffe habe. Ich schlafe aus, grüßes Taubers. Schadensicherung. LOL! Was denn? Das ist heftig. Hm? Schadensicherer hebt alle Elementeffekte auf. Feuer, Wasser, Donner, Eis und Drachenbrand. Ist doch krank. Ja.
Elementangriff erhöht die Kraft von Elementangriffen, klar. Elementschaden auch. Das ist eine geile Rüstung. Escudora Rüstung und gutes. Aber irgendwas muss da ein Haken sein. Oder was? Bei der guten Rüstung. Drachenabwehr minus 20. Würde ich sagen. Es muss irgendwo einen richtigen Haken geben. Sie hat keine Dekoration. Das heißt, du kannst nicht keine weiteren Element-Effekte raufsloppen. Ich würde eher sagen, es gibt irgendeinen Haken bei der Herstellung der Rüstung, weil... Weil so, das klingt irgendwie zu leicht. Egal. Die kommt von Altarion. Das ist wahrscheinlich ein Haken. Ja. Aber wie hätte die machen können? Gerade, ja. Egal. Okay. Zum Glück habe ich noch ein paar Sekunden gewartet. Ja. Es ist nämlich immer dasselbe. Aber die sieht auch cool aus. Ja, denn? Der neue. Warum? I can't play yet. Ich kann jetzt nicht spielen. Ich soll halt seinen Arsch an den Festschalter bewegen und dann ab und zu kriegen. Wie kommt auf die Idee, dass das Talisman davon? Keine Ahnung. Da konzentrieren wir uns bei der ersten, wenn wir diese eine Quest haben. Ja, und wenn er einfach nur jetzt irgendwie Farm geht, hau ich ihn einfach ein paar Mal. Ja, dann kipp ich ihn raus und schreibe ich Reset, dann quitt ich und dann schmeiß ich ihn aus der Lobby und dann machen wir das von vorne. Ganz einfach. Aber er kriegt keine Belohnung für uns abgegriffen, wenn er nicht mitkämpft. Du bist ja zurück in seiner Nähe gerade. Ja. Aber er bewegt sich mit. Ich komm rein und ich sehe nur noch so einen fliegenden Brachydios. Was soll er sonst sehen wollen? Der hat doch gar keine Flügel. Everything can fly with Red Ball. Und ja, ich hab extra falsch ausgesprochen. Können Sie bitte aufhören, hier so nah am Eingang zu machen? Autsch. Couch? Gewitter
Jetzt lass mich bloß noch, du Arsch. So geil ich dich auch finde, aber. Rein wie mal das hübsche Baby. Ich mag dein Set. Du reitest immer so schnell. Also es hat sich definitiv gelohnt, dass es war. Wird nur noch irgendwie Schwächenausnutzung, Schnutzer und auf jeden Fall Ohrenstöpsel. Ja, es kommt noch so viel. So, wenn der Typ jetzt raufschlägt, ne? Warte, warte mal auf Haseo, der hat auch... Warum? Der ist ein... Ah. Wenn er mich voll verschwenden will, ist auch sein Problem. Ja. Aber trotzdem, Haseo hat mich, glaube ich, auch noch nicht. Aber wir werden ihn wahrscheinlich noch einmal einziehen, wenn wir schon gespielt. Der setzt auf Lava sein Schleim. Wie klug ist das Monster? Aber nicht so klug. Danke, wer auch immer mich hier weggeschlagen hat. Ich wurde gerade von der Pommel weggetroffen. Ja, Herr Seo war das. Warum ich das? Hätte, tut er ich hätte das? Meine Spezialattacke volle Kanne auf sein Horn draufhauen können. Der wäre safe Schrott gewesen. Ja, haben wir locken müssen. Was? Man dreht in der Atmetor wurde sogar eingesetzt und wurde dadurch unterbrochen. Noch schlimmer! Ja! Was sehe ich jetzt erst? Ich wurde gesprengt! Ich bin auch kein Haus, kein... Nichts über was abgerissen werden soll. Was tut der jetzt ganze Zeit? Kreisrennen. Ja, ich glaube, das ist nur ein Junges. Vielleicht wird er so schnell rennen, dass er einen Wirbelsturm erzeugt und uns alle wegreißt. Wenn wir versuchen, mit seinem Schnell eine Wirbelsturm zu machen und dann machst du noch eine große Explosion und der Vulkan bricht aus. Ja. Wo ist der Grüne? Ja. Ein kleines Baby. Das ist erstens mein Baby und den brauche ich noch. Der ist nicht von der Abrissfirma. Seo spielt scheinbar selber gerne mit rein. Aber was ich gerade sagen wollte, das ist mein kleines Baby, den habe ich mir von der Abrissfirma ausgeliehen. Leider ist er entflohen. Dafür musst du jetzt umgehen, ne? Nein, den muss ich lebendig eigentlich zurückliefern. Wir sagen einfach, dass die ganzen Schramm entstanden sind durch eine fehlgeleitete Explosion. Das kann ich meine Falle hier? Nur erstmal schlafen. So, wer greift dann? Ja, war klar.
Er will sich befreien. Kaum einige wissen, dass man so nämlich, egal. Kaum welche wissen, dass man Bomben auslösen kann, indem man aber den Sprung ausweichen macht oder Monster wieder aufwecken kann. Einige denken, das würde nicht passieren. Nebenquelle ist erfüllt, okay. Ich hab den nicht da. Wahrscheinlich seine Arme zu stellen. Vorderbein verletzen. Ja, dann. Das ist nicht meiner. Hat er gerade Langeweile? Wie gesagt, er gehört zu einer Abrissfirma. Er versucht euch gerade den Vulkan abzureißen. Hat echt Langeweile. Great. Warum bist du vergiftet? Wegen so einer Krabbe, glaube ich, weiß es nicht. Irgendwas hat uns vergiftet. Okay. Sonne kann jetzt auch nicht mehr aufhören, glaube ich. Aber er hat trotzdem nicht gehumpelt. Ja. Aber er ist kaputt. Er ist. Vom Sabbern. Ja, ich frage mich, wie ich jetzt der Abriss für das erklären soll. Ich sag einfach, das war beim Abriss eines Hauses passiert. Der will mich in die Lava reinschleudern. Ist der schon wieder? Und wieder ein Ritt. Ja. Der Hand läuft echt gut. Der hat uns gar nichts auszusetzen. Da kann ich nur hoffen, dass er nicht umgebracht wird, weil wie soll ich sonst. Na toll, er ist tot. Was? Wie soll ich das jetzt der Abruzzum erklären? Das ist aber auch egal. Dann müsstest du es nur, dass es übrigens. Oh, hier hinten. Na toll, was soll ich jetzt der Abrissfirma erklären, wieso der jetzt tot ist? Ich habe ihn außersehen fünfmal geritten, habe sein Horn abgeschlagen, habe seinen Schwanz massakriert, habe ihm die Vorderbeine gebrochen, habe ihn auf den Boden geschmettert und habe ihn auseinandergestückelt. Das war aber alles außersehen. ja, wüsste. Das werden wir nicht glauben. Es ist eigentlich beim Abriss des Pauls passiert. Es stand blöd und das ganze Haus ist auf es drauf gekracht. Wir konnten es aus den Trümmern nur noch borgen.
War geil. Na toll. Leider konnte ich nicht das bekommen, was ich wollte. Scherben. Scherben von den Idopres. Ich hab sogar sein seltenes Item bekommen. Glückwunsch! Willst du jetzt dafür einen Lolli haben? Nö, ich hab ja schon den seltenes Item. Auf jeden Fall war es mit dem Part. Euch noch einen schönen Tag und ciao! Ciao!